Ich hoffe, meine Narben erschrecken dich nicht. Ich trage selbst ein paar. Sicher! Was für Narben kann man beim Schwarzen Tor schon bekommen? Splitter? Oder hat deine Stimme gelitten, als du deine Soldaten in die Schlacht schicktest? Sei vorsichtig. Meine Narben verlaufen äußerst tief. Der mächtige Krauk hat mir die hier verpasst. Außerdem hat er meinen Jagdgefährten erwischt. Also, was nun? Eine weitere Lektion für dich, Jungchen. Vielleicht kommst du diesmal ohne Narben davon. Also, welche Schwachsinnslektion planst du diesmal? Auf Krebein schießen als Vorbereitung für den mächtigen Grauk? Du willst Grauks jagen? Nicht irgendeinen. Das ist ein seltenes Exemplar. Er sucht sich ein Revier und ist stark genug, um es zu verteidigen. Und du und ich, wir sind Eindringlinge. Sag, Jungchen, hast du je einen Grauk erlegt? Heute töte ich den ersten von vielen. Jetzt sprichst du wie ein Jäger. Mein Bauch sagt mir, dass du das hier überleben könntest, Jungchen. Da dein Bauch dein größtes Körperteil ist, könntest du recht haben. Du hast doch sicher einen Plan, um den Grauk zu bezwingen. Den habe ich, Jungchen. Und da du so gut Befehle befolgst, erkläre ich ihn dir Schritt für Schritt. Erster Schritt. Wenn er an einem Uruk naht, schleich dich an die Bestie ran und bring sein Fußgelenk zum Bluten. Warum nicht die Kehle? An einer Stelle sind die Grauks nicht mit stacheligen Schuppen übersät. Eine Schwachstelle wird nicht umsonst Graukferse genannt. Ich soll mich an die Bestie heranpirschen? Wenn du es kannst, ohne zermalmt zu werden, ja. Da ist er. Was für ein prächtiges Exemplar. Das ein prächtiges Ende findet. Ist er. Was für ein prächtiges Exemplar. Das ein prächtiges Ende findet. Ich muss in die Ferse stechen, damit er blutet. Ist er. Was für ein prächtiges Exemplar. Das ein prächtiges Ende findet. Da ist er. Was für ein prächtiges Exemplar. Das ein prächtiges Ende findet. Die Ferse, Jungchen, erinnere dich! Thank you.
wird vielleicht ein Ritt. Ohne Karagor bin ich zu langsam. Das klingt recht einfach. Aufsetzen, Junge! Hey du! Ich habe schon größere Graus erlebt. Da war ich noch ein Junge! Mein Vater. Schieß ihm in den Kopf! Hier drüben! Sieh her! Was gibt's Besseres als einen Zwerg zum Nachtisch? Falls du mich schnappst, bevor ich dich mit meinem Hammer erledige! Das ist Schritt 4. Es gibt nur den vierten Schritt. Er sollte tot sein. Du musst es falsch gemacht haben. Ich befolge deine Befehle. Tja, das ist dein Problem. Denk selbstständig. Stich meiner Klinge. Und ja, es ist schon ein bisschen ungewöhnlich, einen Graug zu reiten. Etwas Improvisation schadet nie, was? Na gut, Jungchen, das war's. Du hast Instinkt, Köpfchen, Respekt. Das Training ist vorbei. Du hast Schneid. Und jetzt machen wir uns die Hände schmutzig. Ja. Die Finsternis Mordors scheint diesem Zwerg nichts auszumachen. Die sieben Ringe der Macht haben die Zwergenkönige nicht zu Geistern verwandelt, wie es die neun Ringe mit den Menschen taten. Thank you.
sind unbeugsam wie Stein und können nicht durch das Böse beherrscht werden. Deshalb schwor Sauron, sie zu vernichten. Ist schon wieder fort. Was meint ihr, könnten wir alles anstellen? Ein blutiges Gemetzel! Yeah!
machen. Ich brauche Nacht. Und ich muss dich auf Trab halten. Lass dir Zeit, Junge. Altersschwäche. Halte genügend Abstand! Sicher den Weg? Die wahre Frage ist, bist du bereit, ihn zu gehen? Was auf der Jagd auch passiert, frage dich, was würde Thorwin tun? Nimm es dir am besten gleich als Lektion fürs Leben zu Herzen. Ich hoffe, die Lektionen bleiben hängen. Sonst hängst du an der Wand, wenn dich der mächtige Grauk erwischt. Ich bin bereit, gegen den Grauk zu kämpfen. Und genau das wirst du tun, kämpfen. Ohne Kunst, ohne Finesse. Bei der Jagd geht es nicht ums bloße Kämpfen. Sie ist etwas viel Größeres. Aus deiner Perspektive, Zwerg, ist alles größer. Ja, dieser Grauk ist äußerst groß. Oh, Moment. Du verspottest mich. Grauks sind eine der ältesten Spezies in Mordor. Doch die weitem tödlichste. Die letzte Begegnung mit dem Grauk ist lange her. Hoffen wir, dass die Zeit an ihm mehr Spuren hinterlassen hat als an mir. Mein früherer Partner und ich verfolgten einmal einen Grauk vom Berg Dolmet nach Nogrod. Wir erlegten ihn endlich und steckten 2 Tage unter seinem Bein fest. Das waren noch Zeiten. Bei unserer letzten Begegnung folgte ich mit meinem Partner der Bestie in seine Höhle. Wie bist du entkommen? Glück! Der Grauk schlug mich bewusstlos. Als ich erwachte, hatte er meinen Partner erledigt. Allein gegen die Bestie zu kämpfen, war sein Todesurteil. Ich jage diesen Grauk schon seit fast einem Jahrzehnt. Das sind viele Jahre Hingabe für eine Bestie. Hingabe? Oder ein Zeichen, dass du besser redest, als du jagst? Sehr witzig, Jungchen. Ich lache, wenn dich die Bestien lebendig auffressen. Der mächtige Grauk wird mein Vermächtnis. Zwerge werden ewig Geschichten von Thorwin dem Jäger erzählen. Und deinen Namen lasse ich sie vielleicht auch erwähnen.
sind zu ruhig. Ich glaube nicht, dass der Grau zu Hause ist. Dann gehen wir rein und warten. Ein Hinterhalt. Wie militärisch. Gefällt mir. Das ist eine Axt. Sie ist noch genauso scharf, wie mein Vater sie schmiedete. Geschichte wiederholt sich. Regel Nummer 1. Ach, egal, wir improvisieren. Er ist zu stark. Ich muss von der Ferne angreifen.
Geschichte wiederholt sich. Tun wir einfach, was Corbin sagt. Regel Nummer 1. Ach egal, wir improvisieren. Ist zu stark. Ich muss ihn aus der Ferne angreifen. Ein Schädeltreffer wird ihn verwirren.
Geschichte wiederholt sich. Tun wir einfach, was Torvin sagt. Regel Nummer 1. Ach, egal, wir improvisieren. Er ist zu stark. Ich muss ihn aus der Ferne angreifen. Ein Schädeltreffer wird ihn verwerfen. Geschichte wiederholt sich. Tun wir einfach, was Torvin sagt. Regel Nummer 1. Ach, egal, wir improvisieren. Ich muss ihn aus der Ferne angreifen. Ein Schädeltreffer wird ihn verwerfen. Thank you.
Tag zu Ende. Er ist wohl tot. Das nenne ich mal eine Graukjagd. Ja, in der Tat. Nächstes Mal lasse ich dir nicht den ganzen Spaß. Oh, nein, nein, nein. Das war das letzte Mal. Ich habe meine eigene Beute zu erlegen. Also, wenn du Hilfe auf deiner Reise brauchst, was denkst du? Nein, danke, Torvin. Doch dies muss ich allein tun. Nun, falls du überlebst... Such mich bei den blauen Bergen auf. Ich habe viele Freunde dort. Wir werden trinken, bis uns der Grog ausgeht. Ich weiß, wie viel Zwerge vertragen können. Ich hoffe sehr, dass wir uns wiedersehen. Warte. Wie bekomme ich dich jetzt hier raus? Hm? Waldläufer vom Schwarzen Tor, ich bin Hallas, euer neuer Kommandant. Ich bin stolz, euch zu führen und Gondor im Falle der Rückkehr des Namenlosen zu verteidigen. Bleibt stets stark und wachsam. Ich hoffe, Torvin kann nach Hause zurückkehren, jetzt, da die Jagd vorüber ist. Wenn er zurückkehrt, wird er sein Zuhause nicht so vorfinden, wie er es zurückgelassen hat. Anichir, Gelaia Mordor. Meine Kraft ist zwar geschwächt, doch ist sie nicht versiegt. Wir werden Mittelerde nicht gen Westen verlassen, bis der Verräter vernichtet und all seine Taten ungeschehen gemacht wurden.